Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Chess Ultra. Im letzten Part haben wir den einfachen, wirklich sehr, sehr einfachen KI-Gegner besiegt. Das war nämlich dieser hier in 28 Zügen gewonnen, also eigentlich sogar noch ziemlich einfach, wenn ich so drüber nachdenke. Jetzt machen wir uns an eine neue Partie ran. Auf einem neuen Schauplatz. Diesbezüglich nehmen wir am besten Woodburn Manor. Und mir ist dummerweise aufgefallen, ich habe letztens dann doch das Plastikmaterial geholt, obwohl ich gesagt habe, umweltschädlich. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal auf Holz. Und tatsächlich bevorzuge ich es, die Figuren so zu lassen, wie sie sind. Denn es ist einfach sonst eine zu große Umgewöhnung, wenn man jetzt hier andere Figuren holen muss. Die herkömmlichen Figuren auf dem Schachbrett kennt man einfach. Alles bleibt so, wie es ist, nur dass wir den Gegner stärker machen. Wie gesagt, ich erziele, so auf die 1600 zu kommen, danach wird es schon sehr, sehr schwer, also glaube ich auch nicht. Ich kann mir sogar schon vorstellen, dass ich auch schon früher wieder versagen werde. Deswegen hoffen wir mal, dass dem nicht so ist. So, natürlich bleibt das ein Computergegner, keine Zeit, keine Seite. So, und damit wir jetzt nicht überspringen, starten wir die Partie auch schon. Sehr, sehr schön. Ich weiß zwar auch nicht, was die ganzen Bücher auf diesem Tisch verloren haben. Man will doch auf einem möglichst freien Tisch eine schöne Runde Schach spielen, aber ja gut. Das Intro sieht also so aus. Ja, so ein Häuschen bräuchte man. Richtig schön altmodisch und stilvoll. Aber trotzdem, die Bücher haben da meines Erachtens nichts verloren. Was ist das denn überhaupt? Das ist ja kein normales Wohnzimmer. Na gut, beginnen wir. Wir sind sogar weiß, wir fangen an. Fangen wir an, hier zu eröffnen. Schön direkt mal ausbauen. Genau, der wird den. Es macht keinen Sinn für den Gegner, das zu machen. Ich kann den jetzt einfach so nehmen. Seht ihr, das verwirrt mich jetzt schon. Ich kann den mir einfach so nehmen. Klar, dann ist mein Läufer weg, aber der wäre doch nicht so blöd, direkt schon wieder zu beginnen, so wie im letzten Part auch, die Dame einfach herzugeben. Oder übersehe ich hier was? Also irgendwie. Ich bin jetzt schon verwirrt. Das fängt nicht gut an. Leute, das fängt nicht gut an. Aber der wird wahrscheinlich den Bauern rausziehen, wenn er klug ist. Damit habe ich jetzt tatsächlich weniger gerechnet. Verteidigen wir besser. Das war klug. Das war klug. Das ist gar nicht mal so dumm, das da. Man muss halt einfach bedenken, der Gegner ist jetzt 200 Elo höher. Das ist jetzt erstmal nicht so viel, aber man merkt den Unterschied schon deutlich. Und wenn man hier auch nur einen Fehler macht, dann kann das gravierend sein. Ich, wie gesagt, will auch hier etwas langsamer spielen. Nicht zu voreilig. Denn ich muss ein bisschen überlegen, was mache ich hier. Aber eigentlich war es auch nicht klug von ihm. Und das auch nicht. Was hätte ich für einen Nachteil dadurch? Mir erschließt sich hier nicht wirklich die Logik des Gegners. Den kann ich doch einfach nehmen.
einfach so eine Figur komplett ungeschützt in den Raum stellen ist wirklich... Also bei den Bauern geht das vielleicht noch. Ich meine, die Bauern sind ja immerhin auch dafür da, um andere Figuren zu schützen. Aber den Läufer einfach so freiwillig da reinzugeben, was hätte meine Dame denn da für einen Nachteil? Ja, da könnten hier der oder der Bauer könnte rausziehen. Die Dame könnte rausziehen. Würde sie vermutlich, ich weiß nicht, ob sie das macht. Das ist mir jetzt schon suspekt, dass er das einfach so hergibt. So, das Pferd kann mich nicht angreifen. Das heißt, wir können hier besser aufstellen. Ich würde sagen, das machen wir auch. Da können wir gleich mit dem Läufer rausziehen. Alternativ könnten wir aber besser noch das Pferd rausziehen, sonst steht der nämlich gleich schon da rum. Okay. Der will meinen... Ja, jetzt ist es unumgänglich, den Bauern hier hinzusetzen. Er tut's halt einfach trotzdem. Soll er machen, nicht mein Problem. Da stört mich jetzt noch nicht wirklich. Die Dame könnte vermutlich... Ja, vielleicht wollte der verhindern, dass ich mit dem Läufer rausziehe, damit die Dame hier hinten durchrasen kann. Dann wäre nämlich mein Tower futsch. Könnte sein, macht an dieser Stelle aber nicht wirklich viel Sinn. Denn das ganze Konstrukt ist etwas wackelig auf den Beinen. Ja, weil so kann ich die Dame einfach stehen lassen, kann ich den Läufer einfach stehen lassen. Die Dame wird sich dann nämlich nicht bewegen, weil ich habe ja hier schon... drei starke Figuren auf dem Mittelfeld und ich bin mir jetzt unschlüssig, ob ich jetzt das Pferd rausholen soll oder den Läufer. Das Pferd wäre wahrscheinlich klüger für die Rochade und damit mehr stärkere Figuren im Feld sind. Mittelfeld wohlgemerkt. Ja, das da ist jetzt nichts, wovor man sich fürchten müsste. Warum setzt er den Bauern dahin? Ich habe ein bisschen das Gefühl, der hier Computerspieler spielt auf keinen Fall wirklich besser als der andere. Als der zuvor. Dem fehlen schon einige Figuren. Von mir fehlt... Was fehlt denn von mir? Ein Bauer? Zwei Bauern vielleicht? Ja, alles andere ist noch da. Also nichts wirklich Relevantes. Gut, dass ich den Läufer, den lasse ich auf jeden Fall schon mal hier stehen. Wieso stellt er den Bauern hier hin? Der ist doch komplett ungeschützt. Könnte der mich irgendwie mit der Dame... Ne, meine Felder sind zu stark. Der kann sich hier eigentlich nicht ordentlich bewegen. Der könnte höchstens versuchen, dann mit... seiner Dame hier rüber zu ziehen und damit meine Dame zu nehmen. Da die sonst soweit eigentlich nicht geschützt ist. Ja, okay, das ist nicht gerade dumm. Mhm. Ja, obwohl, wenn ich jetzt mit dem Pferd hier hingehe auf den Bauern, dann kann die Dame nicht hier hin. Ich meine, kann sie zwar machen, aber... ist mir mein Pferd auch egal. Erstens habe ich noch eins und zweitens ist die Dame halt einfach mehr als doppelt so wertvoll. Was sich auf jeden Fall rentieren würde. Demzufolge hätte das meines Erachtens nach keine Nachteile. Diese Position ist interessant. Er wollte quasi jetzt verhindern, dass ich die Rochade machen kann. Kann ich nämlich jetzt nicht machen. Ich muss jetzt auf jeden Fall hier irgendwie handeln.
Das Pferd muss entweder weg oder abgedeckt werden. Vermutlich wäre... Die Dame kann ich mir tatsächlich auch unter keinen Umständen nehmen. Würde es Sinn machen, mit einem Läufer jetzt rauszuziehen? Ja, der Läufer könnte das Pferd beschützen und wäre damit automatisch ja auch in einer sehr starken Mittelfeldposition. Hätte damit mehr Reichweite und die Dame würde es sich nicht trauen. Sie kann auch nicht runter zum König, dann wäre die Dame weg. Sie könnte höchstens versuchen, noch mein zweites Pferd, also etwas weiter hinten auf C3 zu bedrohen. Das könnte sie noch machen, weil das ungeschützt ist. Vermutlich wird sie das auch machen. Das heißt, ich muss gleich mit dem Pferd weg. Was kein Problem darstellt. Wir machen das hier erstmal. Und ich sehe immer wieder, es sind nicht wirklich die klügsten Züge. Vielleicht erschließe ich mir gleich noch die Idee, warum der jetzt den Bauern rausholt. Das hier bringt mich ein bisschen in Zugzwang, dass ich jetzt was machen muss. Und ich weiß genau, wenn ich zuerst anfange, dann mache ich höchstwahrscheinlich einen Fehler. Weil die KI, die arbeitet selbst sehr gerne sehr reaktiv. Wäre es klug, die Rochade jetzt zu machen, um damit die Dame zu bedrohen? Wahrscheinlich ja. Achso, die Rochade in diese Richtung geht nicht. Ja, da sieht man mal, das Regelwerk sollte man auch beherrschen. Schönes Schachbrett, muss man auch mal sagen. Und auch die Lichteffekte, das ist halt wirklich sowas, einer der großen Stärken des Spiels. Es ist halt einfach stilistisch sehr, sehr schön gemacht, sehr schön gemacht. Und auch wenn ich jetzt persönlich diesen Tisch, so wie er vollgestellt ist, nicht so schön finde, weil, wie gesagt, ich präferiere hier ein freies Feld, wenn man tatsächlich mit einem echten Tischnachbarn spielt. Da braucht man einfach einen freien Tisch und auch hier das Blümchen, das ist vielleicht ganz schön so. Auch wenn es mir nicht gefällt, aber stilistisch ist es halt einfach gut gemacht. Man sieht ja auch so ein bisschen die Zimmer im Hintergrund. Das scheint irgendwie so eine Lounge, so ein kleines Hotel zu sein, womöglich. Ist an der Stelle einfach interessant. Deswegen, ich beobachte sowas schon ganz gern und deswegen finde ich dieses Spiel hier auch so klasse. Es ist halt schon verhältnismäßig nah an der Realität. Es ist nicht einfach nur ein Schwarz-Weiß-Feld, wie zum Beispiel, wenn man jetzt Online-Schach spielt oder so, dann hat man meistens einfach nur so schwarz-weiße Felder mit schwarz-weißen Figuren, teilweise nur Zeichen, ja? Also nur 2D-Sprites. Und mir gefällt diese 3D-Animation hier schon sehr, sehr gut. Auch die Tatsache, dass man das bewegen kann und ein bisschen rumscrollen kann. Es macht halt einfach stylisch schon wirklich was her. Und dafür kann man durchaus auch mal ein bisschen Geld bezahlen. Also ich kann es schon empfehlen, zumal man ja auch wirklich ein Schachbrett, wenn man sich das so kaufen würde, das wäre jetzt wahrscheinlich auch nicht viel günstiger als das Spiel als solches. Ja. Schauen wir jetzt aber einfach mal auf die Taktik. Der könnte jetzt versuchen, der wird wahrscheinlich nicht mein Pferd wegnehmen. Denn das hätte er vorher schon machen müssen, weil jetzt ist es abgedeckt. Der hätte auch hier runter gehen sollen, das hätte er auch machen können. Wäre aus seiner Sicht aber auch nicht klug, weil alles abgedeckt ist, der kommt dann nicht wirklich durch. Die Frage ist jetzt, wie brechen wir seine Defensive? Weil die Dame steht hier ganz, ganz stark, auch stärker als meine. Meine Dame steht mehr am Rand, das ist auch nicht unbedingt verkehrt. Auch gerade neben den Läufern macht das hier eine sehr gute Kombination. Allgemein ist meine Position stärker aufgebaut als seine.
aber seine Dame als einzelne Figur ist dafür stärker. Und seine Dame ist auch noch zusätzlich durch den Läufer abgedeckt. Das darf man auch nicht vergessen, das ist mir letztes Mal, aus den Augen verloren gegangen und zugleich auch missfallen. Deswegen, das darf man hier nicht unterschätzen. Ich könnte jetzt den Springer wegholen. Dann... Ja, ich könnte tatsächlich den Springer wegholen. Die Frage ist, wohin? Ich müsste den Springer tatsächlich wieder zurückstellen auf dieses Feld. Das gefällt mir allerdings nicht so ganz. Der wird auf jeden Fall eine Figur wegnehmen. Bin ich mir recht sicher. Er könnte sich vielleicht noch mit den Bauern weiter nach vorne positionieren. Das ginge auch. Ich denke hier, das wird alles so stehen bleiben. Würde mich wundern, wenn er hier angreifen würde, weil... Das würde keinen Sinn machen. Er kommt ja hier genauso wenig gut durch wie ich bei ihm da oben. Das würde keinen Sinn machen. Die Rochade macht für mich jetzt auch keinen Sinn. Da ich hier einfach schauen muss, wie ich weiterkomme. Obwohl, sie würde vielleicht noch Sinn machen, wenn die Dame doch nach unten rücken würde. Würde sie aber nicht, wenn ich die Rochade mache. Das würde einfach keinen Sinn machen. Und dann liegt einfach genau das Problem in der KI. Ich weiß nicht, was sie als nächstes machen könnte. Es gibt ja manche Prozesse, die hier logisch sind, die man machen könnte. Ja. Aber eine KI arbeitet nicht eben für den menschlichen Verstand Logik. Das macht eine KI ja so unberechenbar. Und das macht sie, gerade wenn sie stärker ist, ja auch so schwer. Ja, da kommen dann Züge, die für uns Menschen keinen Sinn machen. Obwohl sie mathematisch gesehen die klügsten Züge sind. Ich will diese vier starken Figuren und auch das... Ich will das eigentlich recht ungerne verrücken, deswegen glaube ich, bleibt mir fast schon nichts mehr anderes übrig, als hier die Rochade zu machen. Ich habe nur irgendwie das Gefühl, das könnte ein Fehler sein, vielleicht übersehe ich hier auch etwas. Aber außer, dass er kann keine wichtige, relevante Figur wegnehmen, ohne dass ich sie nicht mindestens auch schlagen könnte. Er kann mir das Pferd nicht wegnehmen, er kann die Dame nicht bedrohen, weil das Pferd die Dame verteidigt. Also selbst wenn er das jetzt in zwei Zügen machen würde, er kann auch das untere Pferd nicht... Das könnte er bedrohen, wenn ich die Rochade jetzt nicht mache. Wenn ich die Rochade jetzt mache, dann könnte er es bedrohen, wenn ich die nicht mache und es so lasse. Dann steht natürlich hier mein König. Wir können natürlich auch mit einem Turm von hinten aus rausziehen. Das wäre sogar noch ein bisschen klüger, dann würde sie nämlich woanders hingehen müssen, da sie den Turm nicht nehmen kann. Ich hoffe, das war jetzt kein falscher Zug. Warum will der meine Dame woanders haben? Der will mich ja hiermit offenbar mit diesem Bauernzug... Er hätte eigentlich direkt an zwei Felder gehen müssen, da hätte er sich den Zug gespart. Vielleicht war sein Plan bis eben aber auch noch anders. Das heißt, er würde jetzt versuchen, die Dame zu schlagen. Das macht aber aus dieser Position überhaupt gar keinen Sinn. Das heißt, es würde bedeuten, er würde wollen, dass ich die Dame woanders hinbewege. Aber für mich entstehen... Gut, das hier ist jetzt nicht das Dümmste. Okay, das sehe ich jetzt auch. Der Turm. Achso, will der einen Abtausch machen? Nee, ich mache keinen Abtausch mit dem. Kann der sowas von vergessen? Meine Dame. Seine Dame ist zwar stärker hier, aber ich will diese Position, diese starke Position auch nicht wirklich aufgeben. Deswegen zwingt er mich jetzt was anderes zu tun. Er kann mir aber eigentlich auch nichts selber tun, wenn ich jetzt mit der Dame hier diagonal gehen würde. Er könnte maximal noch mit diesem Bauern eins nach vorne gehen. Das wird er wahrscheinlich auch machen, wenn er jetzt nicht ganz doof ist. Ja, okay, ich verstehe. Das ist natürlich nicht gerade schön. Ich kann auch seine Dame nicht mit meiner attackieren, die wäre weg. Ach, Leute.
Gut, dieser Zug, der war jetzt wirklich nicht dumm. Ich habe das zuerst gefährlich, ungefährlich eingeschätzt. Aber er zwingt mich tatsächlich, mit der Dame wegzugehen. Und der Turm bewacht das alles. Ja. Es ist auf jeden Fall kein Amerikaner. Naja, es ist eine KI. Eine KI, die nicht sonderlich schwer ist, da sie jetzt figurentechnisch einfach echt im Nachteil ist, aber wenn sie mir die Dame wegnimmt und die Dame ist zusätzlich ja auch noch geschützt, das darf man nicht vergessen. Das heißt, egal was ich hier opfere, das, was danach kommt, wird auch weg sein. Wenn ich jetzt dahin gehe, zieht er den Bauern raus und ich könnte dadurch, da steht aber der König. Wenn er den anderen rauszieht, dann steht der Läufer da und verteidigt den Bauern. Das heißt, da kann ich auch nicht durch. Als Alternative könnte ich natürlich jetzt. Aber meine Dame wäre dann weg. Die Dame muss irgendwo hin, wo es sinnvoll ist. Und am besten so, dass ich nicht gleich wieder mit der Dame wegrücken muss. Sonst hat er nur die Möglichkeit, sich hier auszubreiten mit seinen lächerlichen Bauern. Ich könnte natürlich auch hier hingehen. Da würde er mich keinesfalls mehr bedrohen. Den kann ich nicht nehmen. Den kann ich nicht nehmen. Ich könnte mich ihm bestenfalls noch in den Weg stellen. Das könnte ich tun. Der Läufer muss nicht abgedeckt sein, der andere ist auch nicht bedroht und das Pferd ist nach wie vor abgedeckt. Es dürfte eigentlich jetzt nichts passieren. Übersehe ich hier was? Es dürfte eigentlich nichts passieren, wenn ich die Dame hier hinstelle. Ja gut, mit dem Zug habe ich ja schon etwas länger gerechnet, aber das ist ja alles kein Problem. Für dieses eine Türmchen da. Das ist ja alles kein Problem. So, den darf ich jetzt trotzdem nicht nehmen. Es ist gut, dass die Dame schon mal da weg ist. Schwierig. Der hier, der ist jetzt natürlich auch nicht weniger nervig, weil der dadurch mich zwingt, den hier immer da stehen zu lassen. Und so ein Läufer kann ja durchaus wertvoll sein. Der anderen Seite, wenn ich jetzt das Pferd weghole, könnte der den nehmen und dem sein Läufer wäre auch weg. Als Alternative ist sein Läufer weg. Allerdings habe ich nichts, wo ich das Pferd hinstellen könnte, außer weiter zurück. Und damit den Läufer doppelt abzusichern. Ja, das ist das Einzige, was für den eigentlich noch Sinn macht. Ganz genau. Das ist das Einzige, was Sinn macht und dementsprechend. Nein, komm, wir holen die Dame mal ein bisschen wieder in den Mittelpunkt. So, was will der jetzt noch machen? Okay, dumm ist es nicht. Ich kann den nicht nehmen. Ich kann den nur höchstens bedrohen. Ehrlich gesagt stört mich hier dieses. Dieser Bauer, der behindert mich ein kleines bisschen. Wenn ich den Turm jetzt allerdings schwer rauskommen lasse, dann wird der noch gefährlicher. Der wird sich wahrscheinlich hier hinstellen, weil die Dame hier steht und den kann er einfach nehmen ohne Probleme. Und er würde es wahrscheinlich auch nehmen. Auch von der Wertigkeit her ist der Turm zwar die zweitstärkste Figur, aber die Dame ist halt die erststärkste Figur. Ich kann den eigentlich nicht wirklich rausziehen lassen. Okay, durch den genommenen Läufer hat er natürlich auch verhindert, dass ich jetzt. Genau, der genommene Läufer hat auch verhindert, dass der Turm hier rauskommen konnte. Aber den hätte ich wegen diesem blöden Bauern sowieso nicht genommen. Also ich weiß jetzt nicht. Was da als Optionen.
Die Figuren hier sind wirklich sehr, sehr stark. Aber ich versuche natürlich auch nicht unbedingt, sie zwangshaft zu opfern, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Man könnte natürlich auf diese Weise den König bedrohen. Der würde mit einem Bauern vorrücken. Das würde zwar nicht sonderlich viel nützen, aber es wäre schon mal etwas. Okay, das ist jetzt eine Position, die hätte ich eigentlich auch sehen müssen. Auf der anderen Seite könnte ich jetzt diesen Bauern hier nehmen. Und mein Läufer ist geschützt von dem Pferd. Wäre keine gute Wahl für den Turm. Er tut's aber einfach. Es ist... Ja, die KI ist leicht berechenbar. Jetzt versucht er wahrscheinlich mit dem anderen Turm, genau. Ja, das ist aber kein Problem. Der wird jetzt andere Dinge versuchen. Erstmal können wir jetzt den Bauern hier wegnehmen. Der wird wahrscheinlich mit dem anderen... Ne, der kann nicht vorrücken, weil der König erstmal weg muss. Der wird weiter in die Ecke gedrängt. Mehr mache ich hier mit dem Zug nicht. Genau. Hier wird alles soweit geschützt. Ich glaube, es wird Zeit, noch den anderen Turm hervorzuholen. Jetzt nur die Frage, am besten stellen wir denn hier hin für den Fall, dass das Pferd weggeht von mir, damit der freie Bahn nach hinten durch hat. Ganz genau, das war... Ja, soll er das Pferd nehmen, dann steht der König im Schach und dann wäre der gleich matt, wenn er jetzt nichts tut. Zu übermütig von mir. Kein guter Schachzug von mir. Also, meiner war jetzt nicht unbedingt super schlecht, aber er war nicht weitsichtig genug. Denn die Dame muss hier schon wieder weg. Das Einzige, was ich erneut machen kann, ist wieder einen Bauern nach hinten zu versetzen. Ich muss den wieder in die alte, muss die Dame wieder in die alte Position zurückmachen. Sonst ist die weg und die Dame, die brauche ich definitiv noch, um den König gleich matt zu setzen. Die ist da relativ wichtig. Ja, aber warum könnte ich denn jetzt nicht hier da einsetzen? Der wird wahrscheinlich den den Springer nehmen. Es bietet sich dem sonst keine Gelegenheit an. Nein, ich muss weiter den Springer schützen. Ich muss das zurücknehmen. Der hat sich nur besser positioniert. Aber jetzt muss ich mich besser positionieren. Der Dartzug, der war nämlich verschwendet. Das ist natürlich eine fiese Zwickmühle. Ja, man könnte den somit ins Schach setzen. Wenn ich meine Dame jetzt auf dieses Feld hinter das Pferd stelle, könnte den ins Schach setzen, der muss wieder zurück. Mein Pferd wäre abgedeckt und ich könnte mit dem Turm etwas weiter nach vorne. Exakt. So, ist jetzt nur die Frage, wohin. Am besten stellen wir ihn schön provokant hin, aber auch so, dass er nicht direkt genommen werden kann. Ja,
das ist jetzt so der Punkt, wo die KI wahrscheinlich sich auch nicht mehr zu helfen weiß. Auch wenn das offensichtlich ist. So, aber... Matt. Wenn ich jetzt mit dem Turm nach vorne rücke, ist matt. Weil die Dame hier schon steht. Ja, Moment. Hier kann er noch hin. Hier kann er noch hin. Ach, ich liebe es ja, den König am Ende einzukesseln. Das ist manchmal sehr nervenaufreibend. Komm, wir wollen uns noch den Spaß noch ein bisschen versüßen und süßen, wenn er ohnehin nicht matt geht, denn... Naja, hier kann er noch hin. Allerdings kann ich das Pferd auch hier hinstellen. Der kann nicht genommen werden. Ich binde den zwar dann an den Turm, aber das ist kein Problem. Das war gut. Was müssen wir eigentlich... Ach, der versucht sich hier heimlich Freiraum zu schaffen. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen zunächst einmal... Ja, was will der machen? Der kann hier nicht durch. Ich werde den zuerst nehmen, wenn der jetzt noch einen Schritt weiter geht. Was war jetzt mein Plan? Jetzt habe ich den roten Faden verloren. Mit der Dame. Wäre es machbar... Genau, wird auch das Pferd geschützt und wäre hier die Diagonale abgerissen. Genau, damit gleich... Es ist aber auch, der König lässt sich einfach nicht ordentlich kesseln. Der König könnte maximal noch in die Ecke, wenn ich das Pferd wegnehme. Es ist aber auch einfach nicht schön. Doch, dann ist der matt. Dann ist der matt. So, dann geht er in die Ecke rein. Die Dame ist nämlich durch und durch geschützt und der König ist matt. Und wieder die Verbindung, die fehlschlägt. Und die Partie ist gewonnen. Gut, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Nächstes Mal werden wir... gegen eine KI auf der Elo von 1200 spielen. Das wäre dann die Elo, die ich auch in diesem Spielstand hier selber besitze. Ob ich tatsächlich eine Elo von 1200 habe, das weiß ich nicht genau. Ich kann mir vorstellen, dass ich den vielleicht auch noch besiegen könnte. Dann wird es aber, fängt so langsam an, interessant zu werden. Denn das Sia ist recht offensichtlich noch einfach. Ja, auch wenn ich jetzt hier schon ein bisschen mehr nachdenken musste, es gibt halt viele Möglichkeiten, Optionen. Wie man hier vorgehen könnte. Man weiß ja auch einfach nicht, wie gut der Gegner spielt. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie die guten KIs spielen. So auf 1800, 2000, 2200 der Bereich. Da weiß ich das einfach nicht. Besser gesagt, ich kann da die Züge einfach nicht mehr immer korrekt nachvollziehen. Und deswegen denke ich auch, dass ich so weit nicht komme. Aber ja, das hier war doch mal wirklich eine schöne Partie in 33 Zügen, wenn ich das hier richtig sehe, matt gesetzt. Das heißt, es hat gar nicht mal so viel länger gedauert als die alte Partie. Als die Runde vorher mit der 800er KI. Allerdings habe ich hier natürlich auch noch ein bisschen mehr geredet und auch eine kurze Denkpause gemacht. Aber auf jeden Fall hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr diesbezüglich vielleicht noch Wünsche habt, bezüglich Figuren, bezüglich des Umfeldes. Ich werde hier, glaube ich, grundsätzlich mal alles ausprobieren. Ihr könnt mir auch gerne schreiben, ob ich gegen eine richtig starke KI kämpfen soll. Da kann ich allerdings natürlich keinen Sieg versprechen. Oder schreibt doch mal in die Kommentare, was ich hätte anders machen können. Denn das ist ja immer alles ein Lernprozess, muss man wissen. Gut, ich freue mich auf das nächste Mal. Wünsche euch einen schönen Abend. Und demzufolge sehen wir uns dann im nächsten Part.
Ciao.